بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وهدى يا كريم يا عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine sehr geehrten Geschwister, ich möchte gerne heute mit euch eine neue Reihe beginnen über die Lockdown-Tage hinweg, insha'Allah ta'ala. Und zwar ganz konkret 10 Einheiten. 10 Einheiten, in denen wir uns mit einer edlen Sura aus dem Koran, aus dem Buche Allahs beschäftigen werden. Es handelt sich um Surat Al-Ankabut, die Sura Nummer 29 im Koran. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, warum gerade Surat Al-Ankabut? Warum gerade diese Sura, welche vielleicht auch für viele gar nicht bekannt ist? Surat Al-Ankabut ist eine Sura, welche in einer Situation offenbart wurde, welche unserer Situation, in der wir heute als Muslime leben, sehr, sehr ähnlich ist. Surat Al-Ankabut ist eine Sura, welche Themen behandelt, die wir heute mehr denn je benötigen, wie wir noch sehen werden, insha'Allah ta'ala. Surat Al-Ankabut ist eine Sura, in der der Muslim vorbereitet werden soll. Vorbereitet werden soll auf eine Auseinandersetzung mit sich selbst, aber auch auf eine Auseinandersetzung mit denjenigen, welche sich gegen den Glauben stellen. Surat Al-Ankabut ist eine Sura, meine lieben Geschwister im Islam, welche höchstwahrscheinlich mekkanisch ist. Und hier vielleicht noch einmal, ganz wichtig, die Frage, was heißt mekkanisch? Was heißt medinensisch? Mekkanisch heißt, dass die Sura in Mekka offenbart wurde. Bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Hijra vollzogen hat. Medinensisch heißt, dass diese Sura oder diese Ayah in Medina oder nach der Hijra, nach der Auswanderung unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde. Und Surat Al-Ankabut ist nach den meisten Gelehrten eine mekkanische Sura. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, ob sie vollständig mekkanisch ist, das heißt, ob alle Verse in Mekka offenbart wurden, und ob es sich einige Verse gibt, welche auch erst in Medina offenbart wurden. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Die Gelehrten haben sich nicht einfach so damit beschäftigt, sondern sie haben sich damit beschäftigt, um auch den Koran besser zu verstehen. Damit wir nämlich den Koran richtig verstehen können, reicht es nicht aus, sich nur mit der Sprache des Korans auseinanderzusetzen, sondern als Muslim, um den Koran richtig verstehen zu können, um mich in die Ayat regelrecht hineinversetzen zu können, muss ich wissen, in welchem Kontext, unter welchen Umständen, zu welchem Anlass diese Ayat, diese Verse offenbart wurden. Und dann kann ich mich in diese Verse hineinversetzen. Ich kann nachvollziehen, wie die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die ersten Zuhörer des Korans, diese Verse aufgenommen haben. Ich verstehe auch die Hintergründe, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayat und diese Verse gerade zu diesem Zeitpunkt offenbart, und kann dies dann auf mein eigenes Leben anwenden. Wir machen also diese Reihe nicht, um einfach nur zu verstehen, was in dieser Sura steht, sondern wir machen diese Reihe, um uns Gedanken zu machen. Gedanken zu machen
darüber, was Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen möchte. Was möchte Allah mir eigentlich sagen? Was bringt mir diese Sura in meinen Alltag? Gibt es Lehren, welche ich heutzutage für mich anwenden kann, in dieser Situation, in der wir uns befinden? Gibt es Parallelen zwischen der Zeit der Offenbarung und Herabsendung dieser Sura und zwischen unserer heutigen Zeit? Und kann ich dementsprechend aufgrund dieser Parallelen auch diese Ayat auf mich beziehen? Eine der größten Probleme, die wir heutzutage als Muslime haben, ist, dass der Koran regelrecht nur noch als ein historisches Buch gesehen wird. Oder als ein unantastbares, heiliges Buch. Aber nicht als ein Buch, was ich in meinem Leben anzuwenden habe, was mir Lehren aufzeigt, die ich in meinem Leben praktizieren muss. Wie viele Muslime es heutzutage, der Koran einfach nur ein Buch, was ich in das oberste Fach meines Regals tue oder meines Schubfachs tue und dann dort zur Dekoration steht. So ist es für die Mehrheit der Muslime, leider. Oder es handelt sich um ein Buch, welches rezitiert wird zu bestimmten Anlässen, bevorzugterweise rezitiert wird, wenn jemand verstorben ist, als wäre der Koran nur herabgekommen für die toten Menschen und nicht für die lebendigen Menschen. Der Koran ist für die lebendigen Menschen. Ja, er ist für die toten Herz, um sie zu beleben, aber in erster Linie ist er da, um noch lebendige Menschen, deren Herzen tot sind, wieder zu lebendig zu machen. Darum hat Allah subhanahu wa ta'ala den Koran herabgesandt. Und deshalb beschäftigen wir uns mit dieser Sura, jetzt in diesen 10 Vorträgen, insha'Allah ta'ala, wobei wir heute eine allgemeine Einleitung machen werden und uns mit den ersten 5 oder 6 Versen dieser Sura beschäftigen werden. Und wir werden sehen, dass diese Sura Themen anspricht, die 1:1 unsere heutige Zeit betreffen. 1:1. Wir haben gesagt, dass nach den meisten Gelehrten Surat al-Ankabut eine mekkanische Sura ist. Aber die mekkanischen Suren, die kann man auch nochmal unterteilen. In frühmekkanische Suren, mittelmekkanische Suren und spätmekkanische Suren. Und Surat al-Ankabut ist wahrscheinlich die letzte Sura mit Surat al-Mutaffifin, welche auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam in Mekka herabgesandt wurde. Also kurz vor der Hijra unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kurz bevor er ausgewandert ist oder während schon einige der Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam ausgewandert sind, aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch in Mekka geblieben ist. Und das zeigt mir, was das für eine Zeit gewesen war. Es war für die Muslime eine harte Zeit gewesen. Eine Zeit der Unterdrückung. Eine Zeit, in der die Muslime mit ihrer Religion und ihrem Leben fliehen mussten. Wo sie Verzicht üben mussten auf ihre eigene Heimat. Wo sie Verzicht üben mussten auf ihr Vermögen. Verzicht üben mussten auf ihre eigene Familie. Ich nenne euch 2 Geschichten, die uns aufzeigen, was das für eine Zeit gewesen ist, in der Surat al-Ankabut offenbart wurde. Suhaib al-Rumi, dieser edle Gefährte unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er wollte die Hijra vollziehen. Und er hatte alles vorbereitet gehabt. Und als er losmarschieren wollte, kamen die Reichen von Mekka und die Mächtigen und sagten zu ihm, du wirst Mekka nicht verlassen. Es kann nicht sein, dass du hier zu uns gezogen bist nach Mekka, dir ein Vermögen aufgebaut hast und jetzt einfach so mit deinem gesamten Vermögen Mekka verlassen möchtest aufgrund dieser neuen Religion. Das lassen wir nicht zu. Was macht Suhaib? Er macht ihnen ein Angebot. Er sagt zu ihnen, was haltet ihr davon, wenn ich euch sage, wo sich mein gesamtes Vermögen befindet? Ihr es nehmen könnt, aber mich gehen lasst.
Woraufhin sie sagten, es ist ein gutes Angebot. Es geht uns nicht um dich. Du bist kein ursprünglicher Mekkaner, du bist uns egal. Es geht uns um dein Vermögen. Und sie konfiszierten sein Vermögen und sie ließen ihn gehen und er kam in Mekka an, in Medina an bei unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er wanderte nach unserem Propheten aus sallallahu alaihi wasallam und als er dort ankam, empfing ihn der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Worten Rabihal bay'u ya Aba Yahya. Allahu Akbar. Dein Handel mit Allah war erfolgreich, ja, aber ja, sehr schön, barakallahu fiek, subhanallah. Das ist die Zeit, in der Surat al-Ankabut herabgesandt wurde. Was für eine schwierige Zeit, eine Zeit der Aufopferungsbereitschaft und der Unterdrückung. Die zweite Geschichte, die Geschichte von Salama und Abu Salama. Salama und Abu Salama, verheiratet miteinander, hatten einen gemeinsamen Sohn gehabt, wollten die Hijra vollziehen für Allah. Und jetzt kamen die Familien und wollten sie aufhalten. Und es gab einen Streit. Und die eine Familie sagte, nein, wir lassen sie nicht gehen. Daraufhin sagte die andere Familie, dann lassen wir aber auch unseren Enkelsohn nicht mit ihrem Vater, mit seinem Vater gehen. Und sie haben beinahe die Arme dieses Kindes sozusagen herausgerissen aus dem Körper, so dass fast ausgekugelt gewesen war. Und am Ende wurde Salama eingesperrt. Das Kind befand sich bei der Familie des Vaters und der Vater musste alleine die Hijra vollziehen. Stellt euch mal diese Situation vor. Eine Mutter wird getrennt von ihrem eigenen Kind und als Ehefrau wird sie getrennt von ihrem Ehemann. Was für eine Geduld mussten diese Menschen aufbringen. Wie schwierig muss diese Zeit gewesen sein? Es verging kein Tag, an dem Salama nicht von morgens bis abends geweint hat. Ihr Sohn wurde ihr entrissen. Ihr Ehemann war weg gewesen beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Für ihn auch unglaublich. Aber er hat es getan für Allah subhanahu wa ta'ala. Und nach einiger Zeit bekamen sie Mitleid und ließen sie gehen. Und sie wanderte allein aus. Mit ihrem kleinen Sohn von Mekka nach Medina. Sie hatte das Glück, dass jemand sie dann begleitet, Uthman ibn Mazrun, der sie auf dem Weg traf und sie nicht allein auswandern lassen wollte. Und er war zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim gewesen. Aber subhanallah, ja, es war eine schwierige Zeit. Und in dieser Zeit, in der Zeit der Unterdrückung, wird Surat al-Ankabut offenbart. Eine Sura, welche Themen anspricht wie das Thema der Versuchung im Glauben. Eine Sura, welche das Thema der Unterdrückung anspricht. Eine Sura, welche unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam die Geschichten der vorherigen Propheten aufzeigt. Eine Sura, welche uns aufzeigt, wie wir auch dann, und das ist der Übergang nach Medina, mit den Leuten der Schrift umzugehen haben. Und eine Sura, welche in der Quintessenz uns sagt, dass wir gegen unsere Nefs ankämpfen müssen, damit wir am Ende was? Damit wir am Ende auch standhaft sind und zu den Wahrhaftigen gehören. Das ist Sura al-Ankabut. Eine unglaubliche Sura, mit der wir uns inshallah ta'ala in 10 Einheiten beschäftigen werden. Sura al-Ankabut beginnt mit den sogenannten Al-Huruf Al-Muqatta'ah. Also getrennten Buchstaben, die man getrennt ausspricht. Und zwar ganz konkret Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ein Vers, ein eigenständiger Vers. Was bedeuten eigentlich diese Buchstaben? Die meisten Gelehrten oder ein Großteil der Gelehrten ist der Ansicht, dass sich bei diesen Buchstaben um einen Beleg oder einen Hinweis auf die Einzigartigkeit und den Wundercharakter des Korans hinweist. Oder dass diese Buchstaben darauf hinweisen. Inwiefern? Und zwar leitet Allah subhanahu wa ta'ala diese Suren oder einige Suren des Korans mit diesen Buchstaben ein, um aufzuzeigen, dass der Koran
aus normalen Buchstaben besteht, aus normalen arabischen Wörtern besteht und trotz alledem der Koran unnachahmbar ist. Das ist der I'jaz. Eine Sprache, der sich der Koran bedient, aber das, was der Koran ist, ist unnachahmbar. Und immer wieder stellt der Koran auch die Dschinn und die Menschen, er fordert sie auf, ihm etwas nachzuahmen, was sie nicht können. Und das nicht nur einmal, sondern an verschiedenen Stellen des Korans. Und das, obwohl er aus normaler arabischer Sprache besteht. Manche sagen, diese Buchstaben, sie haben eine Bedeutung. Und es handelt sich hierbei vielleicht um Namen Allahs, die wir nicht kennen. Und deren Geheimnis nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und geheime Botschaft nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in einer sehr, sehr schönen Überlieferung aufgezeigt, dass Allah ta'ala Namen hat, die keiner kennt außer ihm. So heißt es in diesem schönen Dua, was uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam beigebracht hat und was wir aufsagen sollen, wenn uns etwas trifft, ja, ein Unglück trifft. Allahumma inni abiduk, oh Allah, ich bin dein Diener. Ibnu abidik, der Sohn deines Dieners. Ibnu amatik, der Sohn deiner Dienerin. Nasiyati biyadik, mein Schopf ist in deiner Hand. Madin fi hukmuk, dein Urteil wird an mir vollzogen. Adlun fiyya qada'uk, und gerecht ist das, was du für mich bestimmt hast. Und jetzt hört mal zu. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. O Allah, ich bitte dich bei jedem Namen, der dir gehört. Sammayta bihi nafsak, den du dir selbst gegeben hast. Au anzaltahu fi kitabik, oder den du in deinem Buch herabgesandt hast und offenbart hast. Au allamtahu ahadan min khalqik, oder den du einen deiner Diener gelehrt hast. Au ista'tharta bihi fi 'ilmin ghaibi 'indak, oder den du bei dir beim Wissen, bei deinem Wissen über das Verborgene bei dir aufbewahrt hast. An taj'al al-Qur'an rabi'a qalbi, bis zum Ende des Duas, dass du den Koran zum Frühling meines Herzens machst. Allahu Akbar, was für ein schönes Dua. Wir können jetzt nicht auf das Dua näher eingehen, weil wir bei Surat al-Ankabut sind, aber worum geht es? Hier, es gibt Namen, die nur Allah kennt. Und es gibt Namen, die Allah im Buche Allahs herabgesandt hat. Ja? Und wie gesagt, vielleicht deuten, wie es einige Gelehrte gesagt haben, diese Namen oder diese einzelnen Buchstaben zu Beginn einiger Suren des Korans auf Namen Allahs ein, deren Bedeutung wir nicht kennen. Eines ist jedoch auffällig bei diesen getrennten Buchstaben, Al-Huruf Al-Muqatta'ah. Bei diesen getrennten Buchstaben ist eines auffällig. Und zwar, dass in den meisten Fällen direkt danach Allah subhanahu wa ta'ala über die Einzigartigkeit des Korans spricht. Was nochmal diese Theorie bestätigt, dass diese einzelnen Buchstaben den Menschen darauf hindeuten sollen, dass der Koran, obwohl er in normaler arabischer Sprache offenbart wurde, trotz alledem unnachahmbar ist. Aber es gibt einige Stellen, wo das nicht so ist. Einige Suren. Und dazu gehört auch unter anderem Surat al-Ankabut, wo Allah subhanahu wa ta'ala nicht nach diesen getrennten Buchstaben Alif Lam Mim über den Koran spricht, sondern über etwas ganz anderes spricht. Direkt mit dem Thema beginnt. Und jetzt stellt euch das mal vor. Die Muslime, sie befinden sich in einer schwierigen Situation. Jedes Mal freuen sie sich darüber, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eine Offenbarung empfängt. Und jetzt kommt eine Offenbarung und sie können sie kaum erwarten. Der Zustand ist, wie wir wissen, die Muslime befinden sich in einer schwierigen Lage. Einige Muslime kamen sogar zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie aus der Überlieferung von Khabbab ibn al-Arad hervorgeht, der sehr, sehr stark gefoltert wurde. Und zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagte, der gerade vor der Kaaba saß, Ya Rasulallah, o Gesandter Allahs, ala tad'u lana. Willst du nicht endlich für uns Dua machen, dass diese Sache hier beendet wird? Ala tastansir lana. Willst du nicht endlich Allah bitten, dass er uns zur Hilfe kommt?
Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen aufzeigte, wie diejenigen geprüft wurden, die vor ihnen waren, und dass sie teilweise gefoltert wurden und getötet wurden, indem für sie ein Loch in der Erde ausgehoben wurde und sie dann mit einer Säge in zwei Teile gesägt wurden und sie bei lebendigem Leibe gehäutet wurden. Schlimme Sachen. Und all dies hat sie nicht von ihrem Glauben abgehalten. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, ja, es wird eine Zeit kommen, wo all dies besser wird, nur ihr seid zu voreilig. Und in dieser Situation erwarten jetzt die Gläubigen, jetzt kommt endlich eine Offenbarung. Und jetzt kommt sie. Aber was steht in dieser Offenbarung? Das ist interessant. Und zwar, nach diesen Alif Lam Mim, sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah, meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass sie geprüft werden? Wir haben bereits diejenigen vor ihnen geprüft. Allah wird dann ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen, und er wird ganz gewiss die Lügner kennen. Die Sahaba haben wahrscheinlich etwas ganz anderes erwartet. Und jetzt kommt diese Ayat herab, um den Muslimen der ersten Zeit die Augen zu öffnen, dass genau das der Weg ist. Und dass das unbedingt sein muss. Und dass der Muslim und der Mu'min, der wahrhaftig in seinem Glauben ist, genau dies durchmachen muss. Viele Menschen haben eine falsche Vorstellung vom Glauben. Für sie ist der Glaube was? Ein Lippenbekenntnis. Für sie ist der Glaube nur dann gut, wenn sie davon profitieren im materiellen Sinne. Wenn er vielleicht nur einen bestimmten Bereich ihres Lebens umfasst. Aber sie sind nicht bereit, für ihren Glauben auf Opferungsbereitschaft zu zeigen. Sie sind nicht bereit, für ihren Glauben durch Prüfungen zu gehen. Und genau diese falsche Vorstellung, sie ändert Allah subhanahu wa ta'ala jetzt bei den Sahabe, oder will sie bei den Sahabe ändern, um ihnen aufzuzeigen, dass genau dieser Weg der Weg ist, den die Menschen, die an Allah geglaubt haben, schon zuvor gegangen sind. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala auch die neuen Muslime diesen Weg gehen lässt. Und wie sehr benötigen wir das gerade in unserer heutigen Zeit, meine lieben Geschwister im Islam, wo wir ebenfalls geprüft werden, wo es nicht einfach ist. Das, was momentan in Europa geschieht, und wir sehen es gerade in Frankreich, in Österreich, aber auch immer mehr in anderen europäischen Ländern, auch unter anderem in Deutschland, es wird nicht einfacher für die Muslime. Die Muslime stehen vor großen Herausforderungen. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie positioniere ich mich als Muslim? Wie gehe ich damit um? Es gibt viele, welche diesen Druck nicht bereit sind auszuhalten. Und welche sich einfach anpassen, mitgehen mit der Mode. Und nicht bereit sind, standhaft zu bleiben und nicht verstehen, dass es sich hierbei auch um Prüfungen handelt, die den Menschen, ebenfalls die vor ihnen gelebt haben, durchgemacht haben. Und genau hierüber spricht Allah subhanahu wa ta'ala. Glauben etwa die Menschen oder meinen die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden. Von wem in Ruhe gelassen werden? Die meisten Mufassirun sagen von Allah subhanahu wa ta'ala. Inwiefern? Dass Allah ta'ala sie nicht prüft. Andere Mufassirun, andere Koran-Exegeten sagen, damit ist gemeint, dass sie von den Glaubensgegnern in Ruhe gelassen werden. Glauben sie etwa, dass sie einfach mit einer neuen Idee kommen können, mit einem neuen Glauben kommen können und dann die Menschen sie in Ruhe lassen werden? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir gerade heute auch verstehen müssen. Der Islam ist für die Menschen in Deutschland noch etwas Neues, für die Menschen in Europa etwas Neues.
Viele denken, warum akzeptieren die Menschen das denn nicht einfach? Warum gibt es dann immer wieder Angriffe gegenüber auf Muslime? Warum wird dann permanent gegen die Muslime gehetzt? Meine lieben Geschwister, wir müssen uns einfach bewusst machen, wir kommen mit etwas, was die Menschen nicht kennen. Wir kommen mit einem revolutionären Gedankengut. Wir kommen nicht einfach nur mit einem spirituellen Glauben, der nicht meine Lebensweise verändert, der nur in meinem stillen Kämmerchen praktiziert wird, sondern wir kommen mit einem Glauben, der klare moralische Vorstellungen hat, der uns sagt, wie wir unser Leben zu führen haben, der uns sagt, was richtig ist und was falsch ist, was gut ist und was schlecht ist. Und genau das stößt auf Widerstand. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum viele Menschen in Deutschland eigentlich überhaupt kein Problem haben, beispielsweise mit dem Buddhismus? Der Buddhismus ist eigentlich, wenn man es mal überlegt, der europäischen Kultur völlig fremd, völlig fremd. Dem Christentum völlig fremd. Man sagt ja immer, Europa, welches eine jüdisch-christliche Tradition hat. Jüdisch-christlich geprägtes Europa. Also durch monotheistische Religion. Eigentlich ist doch der Islam, also das, was dem Judentum und dem Christentum am nächsten kommt. Der Buddhismus ist doch dem Christentum und Judentum völlig fremd. Warum haben die Menschen kein Problem mit dem Hinduismus? Warum haben sie kein Problem mit bestimmten Philosophien, auch fernöstlichen Philosophien? Der Grund ist, weil es sich hierbei um Dinge handelt, wo die Menschen eigentlich im Grunde genommen ihre Lebensführung so weiterführen, wie sie es immer gemacht haben, was sich nicht wirklich auf ihren Alltag auswirkt, sondern lediglich auf ihre Spiritualität. Und deswegen, zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, es gab viele sogenannte Hunafa. Vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es Hunafa. Das heißt Leute, die an einen Gott geglaubt haben. Zayd ibn Nufayl beispielsweise. Umayyah ibn Abi Salt. Das sind alles Leute gewesen, welche an einen Gott geglaubt hatten. Noch bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Islam gekommen ist. Interessant ist, dass diese Menschen zwar als Außenseiter angesehen wurden, als exotisch, aber man hat sie in Ruhe gelassen. Sie waren den Muschrikun in Mekka egal gewesen. Warum? Weil sie nicht mit diesem revolutionären Gedankengut gekommen sind, womit der Islam gekommen ist. Der Islam ist eine Lebensweise. Er verändert das Leben eines Menschen komplett. Er verändert meine Sichtweise auf die Dinge, auf moralische Aspekte, auf ethische Aspekte. Und genau das ist es, was auf Widerstand stößt. Und deswegen, wir brauchen uns nicht zu wundern, das gehört zu diesem Weg. Man wird uns nicht in Ruhe lassen. Oder viele Menschen werden uns nicht in Ruhe lassen. Warum? Weil sie sehen, der Islam, er verändert etwas. Er verändert auch etwas in der Gesellschaft. Und das ist das, wovor viele Menschen Angst haben. Und wovor die Menschen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls große Angst gehabt haben. Und deswegen stößt es auf Widerstand. Und Allah Ta'ala, er sagt, glaubt ihr etwa? Ja? Ihr könnt einfach sagen, wir glauben und die Menschen werden euch in Ruhe lassen. Dass sie einfach gelassen werden. Ja? Von Allah ohne geprüft zu werden oder von den Menschen ohne auf Widerstand zu stoßen. Dass sie glauben, dass sie sagen, wir glauben, wahum la yuftanun, ohne geprüft zu werden. Das Wort Fitna spielt hier eine sehr, sehr wichtige Rolle. Was heißt Fitna? Fitna ist nicht nur einfach eine Prüfung. Die ursprüngliche Bedeutung von Fitna ist, Edelmetall zu erhitzen, sodass unedles Metall von diesem Edelmetall getrennt wird. Das unedle Metall nennt man Meftun. Und ein Mensch, der der Fitna ausgesetzt ist und ihr nachgibt, nimmt man ebenfalls Meftun. Also jemand, der nachgegeben hat. Jemand, der nicht wirklich edel in sich ist. Eine weitere Bedeutung von Fitna ist das Vermischen.
Das heißt, ich bin nicht mehr rein. Ich bin nicht mehr absolut wahrhaftig. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns hier auf, dass er die Menschen prüft, um zu schauen, wer von ihnen wahrhaftig ist und wer von ihnen gelogen hat. Und das geschieht bei jedem Menschen, auch in unserer heutigen Zeit. Und wir brauchen das mehr denn je. Ihr habt es vielleicht beobachtet, und wir haben schon oft darüber gesprochen, wie viele Menschen dieser Fitna heutzutage nachgeben, schwach werden, welche es nicht aushalten, diesen gesellschaftlichen Druck, oder welche sich blenden lassen durch die Fitna der Karriere, durch die Fitna des Reichtums. Wie viele YouTuber und YouTuberinnen aus dem muslimischen Spektrum haben aufgrund dieses Rampenlichtes, weil sie jetzt Erfolg haben, verzichtet auf bestimmte Positionen, die sie vielleicht vorher gar nicht so vertreten haben, nur damit sie anerkannt werden, damit sie noch mehr Ruhm bekommen. Das ist eine Fitna. Fitna tu Shuhra. Die Prüfung der Shuhra, die Versuchung der Shuhra, um berühmt zu werden. Die Fitna der Karriere, die Fitna des Vermögens, die Fitna des anderen Geschlechtes. Es gibt so viele verschiedene Versuchungen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala jeden einzelnen von uns prüft. Und auch der Druck der Gesellschaft ist eine Form von Fitna. Wie viele Menschen gibt es, die nachgeben, die bereit sind, ihre Worte zu verändern, ihre Positionen zu verändern, nur damit sie anerkannt werden von der Gesellschaft? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat von den Sahaben verlangt, wahrhaftig zu bleiben, standhaft zu bleiben, weiterzumachen. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala direkt danach folgendes: وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Auf das Allah jene kennt, die wahrhaftig waren. Es gibt eine andere Lesart, die ist Shadh, das heißt, sie ist außergewöhnlich, das gehört nicht zu den sozusagen mutawatir überlieferten Lesarten des Korans, also jene, welche wir auch im Gebet rezitieren dürfen und welche von so vielen Generationen in jeder Generation überliefert wurden, dass wir sicher sind, dass das wirklich auf den Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurückgeht. In einer anderen Qira'a, die Shadh ist, heißt es: وَلَا يُعْلِمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. Auf das Allah jene zum Vorschein bringt, für die Menschen, für uns, welche wahrhaftig sind. وَلَا يُعْلِمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Und auf das er jene zum Vorschein bringt, für uns Menschen, damit wir sehen, ja, wer gelogen hat. Es mag sein, dass einige am Anfang wahrhaftig waren, aber dann durch diese Fitne schwach geworden sind und deswegen nicht mehr wahrhaftig sind in ihrem Glauben. Es ist deshalb nicht verwunderlich, meine lieben Geschwister, dass eines der wichtigsten Bittgebete unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam jenes gewesen ist, wo er Allah subhanahu wa ta'ala darum gebeten hat, gefestigt zu bleiben. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. O Allah, du Beweger der Herzen, festige mein Herz auf deine Religion. Standhaftigkeit, trotz des Druckes, der von außen kommt, das gehört dazu. Und jetzt, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala hierüber gesprochen hat, ach so, ein Punkt, den ich nicht vergessen darf. Und zwar, Allah sagt ja, Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, die die Wahrheit sprechen. Allah kannte sie schon vorher. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt es dem Menschen selbst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Allah zieht keinen Menschen zur Rechenschaft für etwas, was er nicht getan hat. Allah ist allwissend. Für ihn sind die Dinge schon geschehen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt den Menschen handeln, damit der Mensch ein Zeuge über sich selbst ist. Einmal hat mich jemand gefragt, warum lässt uns Allah überhaupt leben, wenn er doch ohnehin weiß, was wir tun werden. Dann habe ich ihm gesagt, schau mal, kann ein Richter im diesseitigen Leben über jemanden anderen urteilen, nur aufgrund seines Wissens, ohne hierfür Belege zu haben? Das geht nicht. Ein Richter kann nicht einfach aufgrund seines Wissens über jemanden urteilen, sondern er muss das ebenfalls genauso belegen, ja, wie wenn er dieses Wissen nicht hätte.
und braucht hierfür Beweise. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird keinen Menschen zur Rechenschaft ziehen für etwas, was der Mensch nicht getan hat. Auch wenn Allah weiß, dass er es vielleicht getan hätte, sondern nur für eine Sache, die er getan hat, sodass er Zeuge über sich selbst ist. Und jetzt spricht Allah subhanahu wa ta'ala eine andere Gruppe an. Und zwar die Gruppe, welche unterdrückt hat. Allah ta'ala, er sagt, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ. Oder meinen diejenigen, die böse Taten begehen, dass sie uns entkommen können? سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Wie böse ist, was sie urteilen. Allah ta'ala, er spricht jetzt die Leute in Mekka und er zeigt ihnen auf. Glaubt ja nicht, dass ihr am Ende die Siegreichen seid. Nein. Sondern Allah weiß genau, was ihr tut und er wird euch hierfür zur Rechenschaft ziehen. Und hier gibt es einen sehr, sehr interessanten Aspekt. Und zwar stellt man sich häufig die Frage, wie kann es denn sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen immer wieder oder immer wieder zulässt, dass gläubige Völker, gläubige Menschen unterdrückt werden und dass die Tyrannen an der Macht sind. Und hier gibt es einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte, dass gerade durch diese Prüfungen Gläubige entstehen und sich entwickeln, welche am Ende dann auch diese Verantwortung tragen können und zu Imamen werden. Immer zu Vorbildern für die Menschen. Und das funktioniert nur, indem ich immer wieder geprüft werde, wie bei einem Schwert, was immer wieder erhitzt werden muss und dann durch einen Hammer auf den Amboss wieder kalt geschlagen werden muss, sodass es sich biegt. Und umso öfter ich auf dieses Schwert einschlage, desto fester wird dieses Schwert. Und genauso auch ist es mit dem Mu'min. Umso stärker er geprüft wird, desto mehr wird er sich entwickeln und irgendwann einmal wird er zu einem Vorbild für die Menschen. Also in der Prüfung liegt etwas Gutes. In der Prüfung liegt etwas Gutes. Und diejenigen, die Unrecht begehen, die dürfen nicht denken, dass sie damit entkommen und Allahs Gerechtigkeit entfliehen können. Nein, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß ganz genau, was sie getan haben und er wird sie hierfür zur Rechenschaft ziehen. Und dann spricht Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal über die Gläubigen. Und er sagt, مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Wer die Begegnung mit Allah erwartet, so wird Allahs Frist sicher kommen. Und er ist der Allhörende und der Allwissende. Wer sich Allah zuwendet, ein Trost für die Gläubigen, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn eines Tages auch dafür belohnen. Genauso wie er den Ungerechten für sein Unrecht bestrafen wird, auch wenn er glaubt, dass das nie kommen wird, wird Allah subhanahu wa ta'ala auch den Geduldigen, der bereit ist, standhaft zu bleiben und der sich diesen Versuchungen entgegenstellt, mit Geduld und mit Standhaftigkeit wird er ihn eines Tages dafür belohnen. Und Allah ta'ala, er zeigt auf, dass er all das, was er durchgemacht hat, gehört hat und darüber Bescheid wusste. Wa huwa sami'ul alim. Und er ist der Allhörende und Allwissende. Das sind die ersten 5 Verse gewesen von Surat al-Ankabut. Diese ersten 5 Verse geben uns zunächst erst einmal Aufschluss darüber, worauf es im diesseitigen Leben ankommt und dass Allah subhanahu wa ta'ala uns auch immer wieder prüfen wird. Und ich möchte abschließen, ich möchte heute ein bisschen kürzer machen, weil ich jetzt noch gleich ein anderes Gespräch habe. Könnt ihr auch gerne daran teilnehmen, insha'Allah ta'ala. Ich sage euch gleich wo, insha'Allah. Und zwar möchte ich abschließen mit einem Hadith unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, in dem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. Die Menschen, die am meisten geprüft werden, sind die Propheten und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind und dann diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind. Und das ist die Quintessenz, welche wir entnehmen können aus diesen ersten 5 Versen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Standhaftigkeit geben und unsere Herzen festigen. Allahumma ya muqallib al-qulub,
ثبت قلبي على دينك, ثبت قلوبنا على دينك. O Allah, den Beweger der Herzen, festige unsere Herzen auf deine Religion. O Allah, wir bitten dich, dass du uns schützt vor den Versuchungen des diesseitigen Lebens, die offensichtlichen und die verborgenen Versuchungen. Ja Allah, O Allah, lass uns immer an der Wahrheit festhalten. Gib uns die Kraft, dass wir diesen Weg bis zum Ende gehen, ja Allah, bis wir zu dir gelangen, ja Allah. O Allah, vereinige uns alle, so wie wir hier sind, im Paradies, ja Allah. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.